So, hallo zur nächsten Let's Play-Folge. Und ja, genau jetzt ist der Save der Map draußen. Ihr könnt ihn euch also ziehen. Und ja, vielleicht habt ihr das ja auch schon nach der letzten Folge so dann. Ich würde sagen, wir haben noch eine glitzkleine Kleinigkeit zu tun, auch bevor es losgeht. Vielleicht ein bisschen was an der Inneneinrichtung von der ganzen Hütte dort rumbasteln. Und deshalb würde ich sagen, gehe ich da doch jetzt mal runter und gucke erstmal, was wir hier drin haben. Nix. Und hier war noch ein bisschen Zeug drin. Genau, Zäune brauchen eventuell, Pressure Plates auch. Und Bookshelves vor allem Dingen. Und den Rest, den lassen wir dann doch mal hier drin. Also erstmal nur hier dann die Wooden Stairs, vielleicht durch ihr Stühlchen nebenbei. Ach komm, hier einfach mal so ein bisschen was raus. So, dann nach unten mal wieder. Und weiter bauen und dann mal gucken wegen weiter erkunden. Hier sollten jetzt auch keine Creeper mehr spawnen. Fackeln sind angebracht. Und ich sehe gerade noch das Hüttchen-Vergleich dazu, war ja richtig lame. Wenn man dann vergleicht mit diesen da, das ist doch schon... Okay, ein weiterer Fortschritt. So, dann... Ah, verdammt! Oh je. Jetzt warte. Wo ich schon mal dabei bin. Hier müsste doch vielleicht noch eine Fackel platziert werden, weil das hat noch nicht ganz so geklappt. Hier ist trotzdem noch ein Creeper drin gewesen. Ich gehe nochmal nach hier oben und gucke nochmal hier. Eigentlich... ja, okay, wenn hier was drin spawnt, kommt es ja nicht raus. Ich hoffe mal, dass das Licht hier oben so reicht. Aber hier stand einer drin, das hatte ich neulich gesehen. Jetzt habe ich nochmal hier eine Fackel hingesetzt. Und was ich jetzt auch mache, ist hier Fackeln. Und zwar komplett durchgezogen bis unten hin, damit auch hier drauf keine Mobs spawnen, weil das war, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass wir neulich hier weggefetzt wurden. Und mit weggefetzt, so richtig weggefetzt, ne? Wisst ihr ja noch, in der einen Folge so, wo man es nicht ahnte und dann Creeper, zisch, bumm. Jedenfalls, oh, Cobblestone? Ich habe nicht alles mitgenommen von oben. Doch, mache ich jetzt nochmal. Ich muss nämlich auch noch mit Cobblestone das Ding hier unten reparieren. Und Drehwurm. Irgendwo war noch das Zeug hier drin, genau oben in der einen Kiste. Da setzen wir mal kurz die zwei Cobblestones hin, damit wir da auch, naja, wieder vernünftig drüber laufen können. Und die Wand unten muss auch noch repariert werden. Ebenso wie, passt mal auf, jetzt denke ich dran. Ich mache mal Folgendes, gehe mal ganz kurz hoch zu der Crafting Box und mache jetzt endlich mal vier Türen. Ja, vier Türen, endlich. Man könnte praktisch schon ein Feuerwerk starten. Er tut's jetzt endlich, nachdem er folgenlang davon quasselt. Ich gucke, was im Fenster, ne, noch kein Feuerwerk da. Kommt dann wahrscheinlich gleich, wenn sie alle platziert sind. Eieiei, so, endlich vier Türen gemacht. Okay, dann nach unten und Melonen. Ach nee, warte, erst den Special Move, warte, so, genau, Special Move, gut, dann können sie essen. Und Fall, ne, nicht Fall, geht ja gar nicht, ist nur ein Block breit. So, Fackeln erstens dann mal hier. Warte, wo war die nächste? Erstmal hier Cobblestone. So, Wood kommt raus, Cobblestone kommt rein. Und zwar da und da. Das heißt, dann können wir hier die nächste Fackel hinmachen. Also hier drauf soll dann echt absolut nichts mehr spawnen, hoffe ich mal. Da nächste Fackel und da nächste Fackel. Von innen übrigens auch Fackeln platzieren. Ich mach's mal so. Ich spare jetzt absolut gar nicht mit den Dingern. Da. Okay, ein bisschen blöd halt wegen der Treppe, dass sie so breit ist, wenn ich durch kann, aber. Ist ja nur so für einen Eingang. Und ja. So, so. Und dann da und da. Und dann Lava müsste sowieso hell sein von unten. Ja, doch. Müsste gehen. Ja, an der Wand spawnt eh keiner, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen dunkel sein könnte, ist ja egal. So. Dann übrigens Türen jetzt platzieren und zwar am besten von außen. So. Damit das einheitlich aussieht mit der Wand. Und so. Und hier vorne auch nochmal. So. Und die Blumen bewegen sich seit neuestem Texture Pack. Ach, das sieht geil aus. So, dann hier nochmal. Nummer 4, die letzte. Okay, jetzt ist das Ding hoffentlich einigermaßen Creeper sicher. Eine Sache mache ich noch. Am besten noch von außen fackeln, dass hier vorne keiner spawnt oder nicht so viel. So und so. Nee, oh verdammt. Jetzt wisst ihr, warum ich so viel Fackeln gemacht habe. Ich werde die wahrscheinlich eher alle brauchen. Ich muss endlich mal Licht machen überall. Gut, das geht dann schon eher so. Ansonsten, hier müssen wir auch noch einen Weg hinmachen, fällt mir gerade ein. Zug zur Brücke, vielleicht nach vorne. Oder und in eine Richtung noch und erkunden und das und dies und das auch noch und ja, ich weiß, das da noch und das da noch und dann das noch und so viel noch.
Naja, also wegen gebäudetechnisch wollte ich erstmal jetzt noch ein bisschen belassen, vielleicht noch mal ein bisschen erkunden gehen, weil das gehört irgendwie dazu und ich brauche auch, nehmen wir immer vielleicht mal ein bisschen Ressourcen, alles mögliche, haben wir neulich nur mal Eisen gefarmt, aber vielleicht brauchen wir noch ein bisschen was mehr demnächst. Wer weiß, aber ich sag mal so, wir brauchen noch was mehr demnächst. Doch, Bauernhaus sieht gut aus. Die Sonne geht eh unter uns. Ich muss zurück ins Portalhäuschen oder ich gehe hier entlang, weil ich dann sowieso noch ins Lager muss, ein paar Sachen mitnehmen muss, für Einrichtungen, sei es Öfen machen und ähnliches, mache ich gleich alles, Moment, so, Kiste, ne, da waren nur Zeppelins drin, dann ab geht's, nach unten, so, und ins Bett pennen, gut, jo, und, genau, ich habe ja jetzt übrigens eine neue Stoppuhr gerade geholt, Handy lebt gerade und dann nehme ich gerade mal hier mein iPod, ne. So, da noch Monsterzeug drin einsammeln. Und dann habe ich gerade irgendwo so ein Bahn. Ne, genau, in Caves irgendwie richtig komisch immer, wenn man in einer Cave in der Nähe ist, dann kommt so ein Büb. Also jetzt wie in so einem Bahnhof, als ob da so ein Zug durchfahren würde. Den Sinn habe ich noch nicht ganz verstanden, aber auch egal. Okay, zu Farming Stuff. Das gehört wahrscheinlich dann eher zu Inneneinrichtung. Ein Bett haben wir da. Das brauche ich auf jeden Fall. Zäune brauche ich auch. Und zwar für, Tische unter anderem. Ich nehme einfach mal 6 mit. Bookshelves habe ich. Ofen bräuchte ich eventuell und 2 Wolle bräuchte ich auch. Ein Bild bräuchte ich. Wolle nochmal. Ich glaube, das reicht. Aber ich glaube, ich bräuchte dafür noch ein Bett mehr. Habe ich ja da zum Glück. Dann Bezug zu Gebäude. Treppen und Stufen. Halfs, Wooden Slabs, ich weiß nicht. Was braucht man denn da so alles in der Regel rein? Ein Kessel oder sowas in der Art bräuchte ich vielleicht noch einfach nur für die Küche dann. Obwohl ich crafte mir erstmal einen Ofen oder 2 Öfen. Warte, müssten wir 2 Öfen kriegen, so. Sorry. So. Jetzt eins, so. Kann man Ofen eigentlich stacken? Seit neuestem? Oder warte, nicht seit neuestem, kann man das schon immer? Ich glaube ja, ne? Doch, geht. Wäre cool, wenn wir auch einen Echtofen stacken können. Dann machst du einfach ein Geschäft auf. Lauter Öfen. Und verkaufst einmal so ein 64er Stack. Perfekt im Lager. So, die gehen jetzt nur noch schön weiter kaputt. Was brauche ich denn noch? Eine Crafting Box habe ich. Dafür habe ich noch Holz. Das kann ich auch noch machen. Betten, Stickies für Bilder. Und noch mehr Wolle brauche ich noch ein bisschen was für das Bild dann. Weil der Kühlschrank muss ja ein Bild haben. Und dafür nehme ich mal die Light Grey Wool hier. Weil ich die gerade halt habe. Bleh, ich kann nicht mehr reden. Gerade halt habe, so rum. So, ja, okay, ich muss zugeben, es ist früh am Morgen. 11:45. und ich nehme jetzt auf, aus einem guten Grund, weil ich noch nicht ganz so weit vorproduziert habe und ich heute nicht den ganzen Tag da bin und deshalb wegen morgen schon vorarbeiten muss. Deshalb muss man ganz kurz was vorproduzieren. Ist jetzt mehr so halt, naja, eigentlich muss, aber irgendwie auch nicht muss, weil irgendwie habe ich dann schon ein bisschen was Lust, noch das weiterzumachen. Aber das Mundwerk läuft nicht so ganz. Ich bin gerade vor 7 Minuten aufgestanden. Nee, hier, da die LP läuft schon seit 8 davor, PC hochgefahren, seit knapp 10 Minuten. Okay, aufgewacht, aus dem Bett gefallen, mit dem Kopf auf den Boden geknallt und dann erstmal, ich mach kurz PC an, beeil mich, damit ich dann fertig werde. So, dann Ofen. Und zwar, ich überlege, wo die Küche ist. Die mach ich mal hier unten rein, auf jeden Fall. Und zwar, jetzt frage ich mich nur, in welchem Zusammenhang. Ich glaube, hier wäre gut, das heißt, dass wir ein Fenster haben. Kühlschrank, der muss auch noch hier rein, zwar so. Da kommt jetzt noch ein Bild dran, was ich jetzt hier mal ganz kurz schnell crafte. So. Und Bilder gehen hoffentlich immer noch im selben Muster. Denk's mal, jo, tun sie. Und dann Kühlschrank. Kühlschrank? Nein, ich will den Kühlschrank haben. Mach doch mal den Kühlschrank. Voll gut, man kann ein dasselbe Bild in Bezug zur Realitätsbezug mehrmals benutzen. Es hat jedes Mal ein verschiedenes. Eine verschiedene Grafik drauf. Auch genial. So, dann das dahin. Die Crafting Box von hier vorne, die kommt eventuell dann auch da in die Küchenecke rein. Wegen Food Craften und so, ne? Irgendwie so ein bisschen passend. Dann kommt hier noch so ein kleiner Arbeitstischchen aus Cobblestone und zum Thema Wood, das machen wir auch nochmal. Da kommt hier sowas hin. So eine kleine Abgrenzung am besten.
wo dann hier hinten nochmal anders ankommt. Ein Kessel zum Beispiel, der wäre ganz gut. Kessel und, was tun wir noch in die Küche rein? Braustand vielleicht, oder? Nee, Kiste noch. Eine Kiste muss auch noch rein. Kiste muss ich hier craften. Und zwar so. Die kommt dann, also Küchenlagerkiste und so, ne, kommt dann da rein. Und was kommt hier in Kessel oder in Braustand? Die brauchen wir eher nicht. Vielleicht so Kessel als Art, Waschbecken oder ähnliches. Dafür brauche ich aber Eisen, das habe ich wieder unten gelassen, verdammt. Gut, dann tue ich erstmal partiell mein Lager auslagern zu dem, was ich hier schon drin habe. Nämlich hier einmal einerseits das Bett, das kommt dahin auf die Seite vielleicht und das Bett hier kommt wohl auf die Seite, so in etwa, ne? Joa, neben haben wir so eine kleine Nische eventuell. Da könnten wir... Oh ne, das ist eine Pressure Plate, aber die brauche ich auch. So ein Half-Step hinmachen vielleicht, oder? Dann machen wir das am besten hier, weil das so ein kleiner Rand. Ich nehme mal hier ganz kurz zwei Half-Steps. Und dann würde ich sagen, mache ich... Nee, doch, erstmal, weil ich wieder verwendet habe, einen Aufnahmestopp. Wir sehen uns in der nächsten Let's Play-Folge zum einmorgendlichen verpeilten Let's Play von Sparky. Und tschüssen.